willkommen zu unserem nächsten Vortrag. Physikalische unklonbare Funktionen, die zukünftige Technologie für physikalisch sichere Gehäuse. Ja, Software-Sicherheit ist ziemlich nützlos, wenn die Hardware-Sicherheit nicht funktioniert. Also wir sollten natürlich unsere Bildschirme sperren, unsere Nutzer-Accounts sperren, aber wir sollten natürlich auch die Bürotüren abschließen. Und er ist ein Nachforscher am Fraunhofer-Institut für angewandte und integrierte Sicherheit. Und er wird uns mehr über die aktuelle und kommenden Schwierigkeiten und Lösungen kommen. Ja, also bitte einen großartigen Applaus für Johannes und bitte enjoyt, bitte genießt diesen Talk. Guten Abend und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Physical and Clonable Functions und ob sie die neue Technologie sind für physikalisch sichere Gehäuse. Ich bin Johannes Obermeier und ich bin ein Forscher in der Sicherheit von eingebetteten Systemen. Ich bin angestellt am Fraunhofer-Institut für integrierte Sicherheit und ich bin dabei, meine Doktorarbeit fertig zu machen. Ich habe mit einer Arbeitsgruppe zusammengearbeitet, die Technologien entwickelt und ich habe viel mit meinem ehemaligen Kollegen Vincent Himmler zusammengearbeitet, hatte aber auch noch andere Kooperationen mit zwei anderen Fraunhofer-Instituten, dem EMFT und dem IMS. Ja, zuerst möchte ich euch eine kurze Einführung geben in diese HSM-Technologie, warum wir die überhaupt haben und wofür wir sie brauchen. Ich möchte euch einen kleinen Einblick geben in die Vergangenheit von sicheren Gehäusen und dann möchte ich neue Technologien vorstellen, die auf POFs basieren. Also lasst uns mit dem HSM anfangen. Auf der linken Seite sehen wir ein Beispiel für ein HSM-Modul, wie es viele, viele Jahre in Gebrauch war. Dieses HSM bietet einen sicheren Speicher an für CSPs. CSP sind kritische Sicherheitsparameter. Also dieses Modul kann speichern für, also verschiedene private Schlüssel speichern alles, was man als vertrauenswürdig bezeichnen würde. Wofür man das braucht, zum Beispiel für Banking, für Online-Banking, für VPN-Netzwerke oder für Zertifikatsautoritäten. Und das ist ein ziemlich interessantes Thema, aber obwohl es so interessant ist, gibt es sehr wenig Informationen online, sehr wenig Publikationen. Aber das wollen wir heute ändern, weil wir wollen mehr dazu publizieren über diese Technologien und wie sie sich entwickeln, auch in der nahen Zukunft. Also, woher kommt diese Idee vom HSM? Ich habe einen sehr interessanten Artikel gefunden aus 1973, wurde geschrieben von der NSA und heutzutage ist es schon wieder zurückgezogen, also können wir es jetzt hier lesen. Also, ein Minicomputer in einer geschützten Umgebung einzubinden. Diese Umgebung bedient nur eine Funktion, nämlich eine mit hoher Vertrauenswürdigkeit eine Bestrafung auszugeben, wenn sie beeinträchtigt wird. Also irgendwas könnte eine Explosion sein oder ein Alarm an einem entfernten Ort. Also eine Art von Membran, die Hardware-Zugriff erkennt. Und wenn man irgendwie merkt, dass da irgendjemand mit rumspielt, dann werden wir einfach das ganze Gerät zerstören. Also wir sprechen hier über ganz kleine, nicht gefährliche Eingriffe. Das ist eine ganze Weile her, aber damals haben sie das als ziemlich wichtig eingeschätzt. Also dieses damals schon eingestufte Dokument diese Technologie darf nur innerhalb von der NSA diskutiert werden, weil sie möchten halt einen technologischen Fortschritt geheim halten und eine Überraschung damit machen. Sie haben das als sehr, sehr wichtig eingestuft, schon in 1973. Heutzutage hat sich das ein bisschen verändert, weil wir diese HSM einfach frei kaufen können. Aber wir werden sehen, wie diese ursprünglichen Ideen immer noch die HSMs beeinflussen, die wir heute haben. Also, wie wir schon gesehen haben, eine HSM muss erkennen, wenn jemand an dem Gerät herumfummelt, also physikalische Angriffe erkennen. Wir möchten eben die erkennen und dann eben auch dagegen agieren. Also brauchen wir halt diese Tamper Detection, wenn man so einen Angreifer erkennt, dann müssen wir halt eine Antwort, also irgendwie damit umgehen. Wir müssen angemessene Handlungen treffen, um die Sicherheit von unserem Gerät weiterhin zu gewährleisten. Normalerweise, wenn man halt so Hardware
Man möchte halt, also Serialization bedeutet, dass das Gerät auf dem Modul einfach gelöscht wird oder nicht wiederhergestellt werden kann, nicht mehr zugegriffen werden kann. Also wenn man den Hauptschlüssel wegschmeißt, kann man das auch irgendwie als Serialisierung oder als Nullifizierung, könnte man auf Deutsch sagen, betrachten. Und Temperbeweis, also ja, also man sieht, dass mit diesem Gerät herumgefummelt wurde. Es gibt einen Beweis dafür. Also diese ganzen Module sind auf Batterien angewiesen, und wenn man den Server ausschaltet, müssen die Daten im HSM immer noch sicher sein. Also haben wir für alle drei Sachen Batteriestrom, also nicht nur für die Erkennung, sondern auch für die Antwort und für die Behandlung von diesen Eingriffen. Aber wie kann ein Gerät seine eigene physikalische Integrität sicherstellen? Es gibt natürlich andere Ideen, zum Beispiel Überwachung, aber nein, wir wollen das nicht machen. Hier gibt es Standards, es gibt Standards für alles. Zum Beispiel gibt es das FIPS 140-2, das ist der allgemeine Standard für Sicherheitsmodule. Es gibt den PCI-SHSM-Standard, der wurde von der Kreditkartenindustrie erstellt. Und dann gibt es noch den Common Criteria, also allgemeine Kriterien-Standard. Das ist einfach ein allgemeiner Standard für Sicherheitsziele. Und diese Sicherheitsstandards sind nicht mal unabhängig voneinander, häufig referenzieren sie einander und übernehmen Teile voneinander. Es hängt halt von deinem Kunden ab, mit welchen Sicherheitsstandards man klarkommen muss. Also lass uns einen kleinen Blick in diesen FIPS 140.2 Standard werfen. Also der bietet vier Ebenen an Sicherheit von Ebene 1 bis Nummer 4, und Ebene 4 ist die höchste Sicherheitsstufe. Ebene 4 ist ein ziemlich kraftvolles Angriffsmodell. Man geht davon aus, dass in einem physikalisch ungeschützten Umgebung ist, also dass jeder darauf zugreifen kann, physikalischen Zugriff erlangen kann, und trotzdem wir unsere Daten sicher halten wollen. Und es bietet ein kompletten Umfeld an Sicherheit. Also man muss sein ganzes Gerät in irgendeine Schutzmembran umgeben. Also wie das im NSA-Dokument schon viele, viele Jahre zuvor gesagt wurde. Und sobald man halt irgendwelche Modifikationen erkennt, sollte man halt eben die geheimen Schlüssel sofort löschen. Aber es gibt aber auch noch mehr Anforderungen, zum Beispiel muss man auch die Umgebungsbedingungen sicherstellen, zum Beispiel, viele von euch wissen das, man muss auch geschützt sein, indem man die Spannung und die Temperatur in der Umgebung überprüft und überwacht. Also das sind ziemlich hohe Anforderungen, was halt dieses HSM, also dieses Sicherheitsmodul angeht. Jetzt, nachdem ich euch eine kleine Einführung gegeben habe und die Grundlage der HSMs erklärt habe, möchte ich ein bisschen in der Vergangenheit wühlen und hier ein paar Vergangenheitsmodule vorstellen. Also heute haben wir halt einen Blick auf zwei Beispiele, zum Beispiel einmal dieses IBM 4764 HSM. Das ist ein HSM, was den FIPS 140-2 Level 4 Standard erfüllt, und es hat ein komplettes Gehäuse. Ich habe eins hier, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr später kommen zum Speaker Desk, und dann können wir dann gemeinsam einen Blick drauf werfen. Und weil wir natürlich das Ding analysieren wollen, habe ich das gleiche Modul nochmal auseinandergebaut dabei. Also können wir da einen Blick reinwerfen, und wir werden es auch in der Präsentation betrachten und könnt danach nochmal dazukommen. Und das zweite, was wir haben, ist das HP Atala HSM. Das ist nur Level 3, aber wir können den Unterschied uns gleich anschauen, und es beschützt nur den Deckel. Also wir haben halt ein Brett eine Platine in der Mitte, und wir haben halt Deckel oben und unten, und der Rest von dem Server bleibt aber ungeschützt. Also wo kriegen wir diese Hardware her, die wir jetzt hier auseinandernehmen wollen? Normalerweise kosten HSM über 1.000 oder $10.000, wenn man die überhaupt kaufen kann. Also wo kriegt man die überhaupt her, vor allen Dingen die alten Technologien? Naja, es ist ziemlich einfach. Man kann die einfach auf eBay kaufen, die sind da ziemlich günstig. Und wenn man mehr Zeit hat, dann kann man auch natürlich ein günstigeres Angebot bekommen. Das ist ziemlich, und dann ist es kein Problem, die einfach auseinanderzunehmen. Also das ist unser erstes HSM, was wir uns anschauen werden, wo wir reinschauen werden sogar. Auf der linken Seite gibt es einen LAN-Anschluss, und
Und auf der Unterseite ist es ein PCIX-Anschluss und diese große silberne Kiste ist das sichere Modul. Und auf der linken Seite gibt es, also es gibt zwei Batterien, rechts und links, Batterie A und Batterie B. Also zwei unabhängige Batterien, die hier diese Überwachungsmechanismen betreiben. Und in diesem, ja, wir haben halt hier dieses Modul schon angefasst, es wurde schon modifiziert, aber das spielt jetzt keine Rolle in unserer Analyse in der Hardware-Sicherheit, die wir uns jetzt anschauen werden. Also lass uns mal einen vorsichtigen Blick hineinwerfen. Es wird jetzt nicht explodieren, keine Sorge, aber wir werden ein paar interessante Anti-Modifizierungsmaßnahmen erkennen oder feststellen müssen. Also nachdem ich dieses Modul vom Brett gerissen habe, von der Platine gerissen habe, haben wir nichts gesehen, weil es gibt immer noch eine Metallhülle und nur ein paar Verbindungsanschlüsse, die mit der Hauptplatine verbunden werden, also für Strom und Datenübertragung. Also bin ich weitergegangen und habe versucht, dieses Metallhülle hier abzuziehen und ich habe gesehen, dass außer dass immer noch dass so eine schwarze Struktur darunter, es ist immer noch keine nicht das Gehäuse, sondern es ist nur so ein Füllmaterial, was die Lücken füllt. Also es wurde halt einfach da reingefüllt, um die Lücken zu füllen und Angriffe schwieriger zu machen, weil es ist halt schwarz, man kann nicht irgendwas durchsehen. Und man muss einen warnen, wenn man das versucht, dieses Material stinkt sehr grausam. Also, nachdem ich das in dem Raum gemacht habe, wollte ich da mehrere Tage nicht mehr reingehen, weil es so ein starker Gestank hat. Ich glaube, es ist nur dieses Gummimaterial, was so stark riecht. Ja, dann bin ich weitergegangen und habe diese Metallhülle abgezogen und da war noch mehr Füllmaterial und ich habe immer noch nichts gesehen, aber ich habe was festgestellt, es gibt schwarze Flecken auf dem äußeren Gehäuse. Und ich habe gesehen, ich bin schon in die erste Falle getreten. Also sie haben manche Teile des Gehäuses mit dem äußeren Gehäuse zusammengeklebt. Und als ich das äußere Gehäuse abgerissen habe von diesem Filmmaterial, habe ich halt schon bereits einen Teil von diesem Schutzgehäuse abgezogen und habe mit Sicherheit schon die Modifizierungserkennung ausgelöst drin. Also ich habe es jetzt schon zerstört, dann kann ich jetzt auch größere Teile davon abziehen, dachte ich mir. Und was ich schon gesagt habe, das ist das innere Metallgehäuse, also noch ein zweites Metallgehäuse, nicht nur ein äußeres, sondern auch ein inneres. Und hier gibt es modifizierungssichere oder modifizierungserkennende Carbonstrukturen, die sind von einem Kohlematerial gefertigt und wir haben hier einen ohmschen Widerstand und der ohmsche Widerstand wird von den Modifizierungssicherungen die ganze Zeit in dem HSM überwacht. Und wenn dieser Widerstand sich verhält, also verändert, zum Beispiel, weil ein Angreifer ein paar von den Schaltkreisen kurz schließt, dann kann diese Modifizierungserkennung erkennen, dass da eine Modifikation vorgenommen wurde. Also der ohmsche Widerstand von diesen Schaltkreisen wird überwacht. Ja, also habe ich mich entschieden, einen kleineren Bereich jetzt wegzuziehen und zu überprüfen, was dann passiert. Oh, eine weitere Falle. Wenn wir diese Bilder vergleichen, können wir sehen, dass während ich versucht habe, diese Sachen runterzuziehen, habe ich aus Versehen auch die unterliegenden Bereich entfernt. Es ist ziemlich schwer, es auseinanderzubauen. Ich glaube nicht, dass es einfach ist, möglich ist, selbst wenn man sehr vorsichtig ist. Weil diese Kohlefaserwege sehr, sehr schwierig sind. Als ich versucht habe, sie mit dem Voltmeter zu messen, dann habe ich sie einfach weggekratzt. Nur wenn man sehr, sehr vorsichtig damit misst, ist es möglich, den Widerstand zu messen. Aber es ist nicht etwas, was man zuverlässig machen kann. Und so, dieser Kohlestaub ist sehr guter Anti-Veränderungserkenner. Wir sehen hier diese Schichten hier oben, horizontale und vertikale Schichten, und wir vermuten, dass es eine wo unterschiedliche Sachen verbunden werden, sodass man während der Herstellung da Sachen ändern kann. Das heißt, es kann sein, dass jede Umgebung, jedes Gehäuse ihre eigenen Layouts hat, das während der Herstellung konfiguriert wird, wo diese Verbindungen abgebaut werden. Wir sind uns auch nicht ganz sicher, aber wir vermuten, dass es
so ein Mechanismus dort vorhanden ist. Und außerdem kann man noch etwas sehen, hier unten, und das ist diese grüne Platine von dem HSM-Modul. Das werden wir später anschauen. Aber zuallererst schauen wir nochmal zu diesen Kohlekabeln. Wir haben vier Schichten insgesamt. Diese vier Schichten sind, wie ich schon gesagt habe, umgeben von diesem Potting-Material, Layer 1 und Layer 2. Sie sind ungefähr rechtwinklig zueinander, einer von unten links nach oben rechts und einer von oben links zu unten rechts. Und das ist wie ein Schachbrettmuster und wir können das auch im weißen Bild unten sehen. Da sind auch ein paar Verbindungen zwischen den beiden. Enclosure hier. So, there are also two other layers. Es sind noch zwei weitere Schichten, 3 und 4, die laufen in einem Zickzack-Verfahren. Wenn wir die alle aufeinander auflagern, dann gibt es überhaupt keine Lücken dazwischen. Das heißt, jeder Punkt von diesem HSM hat mindestens eine Schicht von diesen Kohle-Traces. Dies erscheint ein sehr starker Mechanismus zu sein. Lass uns die inneren Arbeitsweise des Moduls anschauen. Oben links haben wir den Power-PC, ein FPGA und die kryptografische Chip. Das viel Strom verbrauchen kann, haben wir auch Wärmemanagement-Werkzeuge. Und unten rechts ist die Veränderungserkennungstechnik. Vielleicht könnt ihr was auf dem Bild schon erkennen, oder vielleicht könnt ihr anhand dessen gut raten, was wir auch in den Standards gesehen haben. Also, was meint ihr? Any ideas? So irgendwelche Ideen? Just shout them to me. Sorry? Yeah, so what do you expect on wir hier erwarten? Which mechanisms may be implemented on this PCB? Welche Mechanismen könnten hier implementiert sein? Vielleicht könntest du sie sogar schon sehen. Sorry? Sorry, I didn't understand it. So I will just present the solution. Ich werde einfach mal das Ergebnis sagen. Vielleicht hat der eine oder andere das schon gesehen. Hier haben wir einen Lichtsensor. Also, obwohl, wenn man ganz vorsichtig dieses Paket öffnet, wenn man nur ein klitzekleines bisschen Licht in dieses Modul hereinscheinen lässt, fängt es sofort an, sich zu zerstören. Wir haben einen Temperatursensor, der uns gegen manche Bootangriffe schützt. Und wir haben auch hier diesen Überwachungscontroller, der überwacht die Zulieferungsspannung zum HSM und diesen BB-RAM. Das ist ein batterieunterstützter Speicher. Das heißt, sobald der Strom unterbrochen wird, wird alles, was auf dem Modul gespeichert ist, gelöscht. Das heißt, alle Daten, die gelöscht werden sollen, werden darauf gespeichert. Das heißt, wenn eine Veränderung festgestellt wird, wird es nicht nur gelöscht, sondern wird auch zu Ground heruntergezogen, um sicherzustellen, dass dort nichts mehr gespeichert ist. Also, soweit zum IBM und jetzt zum HP-Modul, HP Atala. Das hat viele Batterien. Das ist erst, was man sieht, wenn man das Modul auseinanderbaut. Also, es scheint viel Strom zu verbrauchen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das Ganze ist nur ein. Wenn man einfach die Schrauben auseinanderbaut, dann kann man das Gehäuse entfernen.
Und während wir jetzt, wo wir das Gehäuse entfernt haben, haben wir das natürlich die Überwachungsalarme ausgelöst. Wir haben hier eine verschiedene Formen, die auf Pads gedrückt werden. Und sobald man das ein bisschen hochzieht, dann wird das festgestellt und die Daten gelöscht. Das scheint ein relativ einfaches Konzept zu sein, aber es scheint auch gut zu funktionieren. Es ist nur ein Level 3 Modul, weil für Level 4 Module müsste man eine Umgebung um das gesamte Gerät zu haben, aber in diesem Fall haben wir nur Hüllen. In diesem sicheren Compartment haben wir ein normales Embedded System, also da ist nichts Spezielles drin. Aber lasst uns doch mal das Ganze genauer anschauen, in die Hülle. Was wir hier sehen können, ist, dass wir ein Widerstandsmesh haben, das während beim Auseinanderbauen zerstört wird. Unten rechts im Bild können wir das sehen, wo die Verbindungen fehlen. Das heißt, wenn man da was Kleines doch reinmacht und einen von diesen Traces zerstört, dann würde das auch erkannt oder auch nur die Widerstand verändert. Aber wir müssen auch dran denken, es ist nicht so hoch Sicherheitsgerät. Das heißt, es ist viel, nicht so fein wie das vom letzten. Also, was sind die Rückschritte bei diesen beiden Modulen, weil sie mit Batterien betrieben werden? Weil sie immer laufen, sind sie sehr sensitiv auf Temperaturveränderungen. Also zum Beispiel, wenn wir sie versenden, die Verkäufer empfehlen in der Regel, ein Paket zu senden, das thermisch kontrolliert ist, wo Gelpakete drin sind, die einfach die Temperatur abschätzen. Das heißt, wenn man sie im Winter sendet oder im Sommer, kann es sein, dass sie am Ziel schon zerstört sind, weil sie schon von außerhalb von der erlaubten Temperaturbereich sind. Außerdem, wenn wir Batterien haben, dann ist es auch ein bisschen größer und schwerer. Das heißt, wenn man eine sehr kleine Applikation hat, wie zum Beispiel in einem Flugzeug oder sogar im Weltall, dann könnte das eine wirkliche Herausforderung sein, weil Geld dann sehr viel kostet und wir haben nicht so viel Platz nicht verfügbar ist. Und dann müssen Batterien auch noch regelmäßig überprüft werden. Das heißt, wir brauchen Personal, das diese Batterien ersetzen kann, dass sie weiterlaufen. Und wenn diese Menschen irgendeinen Fehler machen, wenn sie die Batterien austauschen, also zum Beispiel aus Versehen zwei Batterien gleichzeitig herausführen oder einen Kurzschluss erstellen, dann werden sie die Tausende oder Zehntausende an Gerätschaften zerstören. Das ist ein sehr großes Problem sein, weil wir brauchen noch gar nicht darüber reden, dass es ein Produktivsystem eingeschaltet wird. Wir haben immer daran gehofft, dass es eine Möglichkeit gibt, es ohne Batterien zu machen. Und jetzt sind Puffs erschienen. Und jetzt schauen wir uns an, wie Puffs dieses alte System verändert haben. Also zuallererst, was sind Puffs? Vielleicht kennen einige von euch Puffs, die anderen erkläre ich es kurz nochmal. Ein kurzes Beispiel von physikalisch unklonbaren Funktionen. Also, das Wort besteht aus drei Komponenten. Das erste ist ein Physical, also das bedeutet, wir haben eine messbare physikalische Quantität. Also es kann irgendwas sein, es kann ein Widerstand sein, eine kapazitativ, irgendein optisches Element oder Radiowellen, Weiterleitungen und sowas. In diesem Beispiel haben wir einfach eine Kapazität. Dann brauchen wir diesen Unclonable-Teil, das bedeutet, dass wir eine eindeutige Herstellungsvarianz haben in dieser physikalischen Messwert. Und das darf nicht während der Herstellung kontrollierbar sein. Und das führt dazu, dass es nicht klonbar ist. Und für unseren Kapazitor ist es vielleicht Oberflächenstruktur oder der genaue Ort und die genaue Größe von dem Kondensator. Und der letzte Punkt ist, und das ist das Wichtigste, es muss einen Output erstellen nach der Evaluation. Also man muss es messen können.
Und das ist erklärt uns, dass wir ein Messwertsystem haben und vielleicht ein bisschen Nachbearbeitung von Noise. Und für unseren Kapazitor müssen wir, wenn jetzt der 10 Picofarad haben muss, dann hat er vielleicht jetzt in diesem Fall 10,05 Picofarad. Und diese 0,5 Picofarad ist die Varianz und die müssen wir in diesem Fall überprüfen. Also, die Idee kam, dass wir können diese Puffs in einer einer Hülle benutzen. Sie nimmt eine Hülle mit vielen kleinen Kapazitoren um das gesamte Embedded-System herum. Das war die erste Idee. Und jedes Mal, wenn wir diese Hülle erstellen, dann sind ein paar kleine Veränderungen. Hier sehen wir ein Beispiel, als wir diese Gehäuse hergestellt haben, meine die Kapazitoren sind ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer und wir bekommen ein sehr individuelles Bild von dem hergestellten Gehäuse. Jetzt messen wir das und benutzen einen Key und haben einen Verschlüsselungs-Key, der spezifisch für das Gerät ist und das benutzen wir, um die ganzen kryptografischen Daten zu entschlüsseln. Das heißt, jetzt ist die Integrität von unserem Gehäuse der notwendig, um den geheimen Schlüssel zu entschlüsseln. Jedes Gerät hat seinen eigenen individuellen Schlüssel, weil der Varianz in der Herstellung diese eindeutigen Schlüssel erstellt. Also, lasst uns doch mal ein bisschen vergleichen. Batterielösungen müssen immer eine Stromversorgung haben, also in der Regel von Batterien. Zum Beispiel wird das gemacht, dass die Trace-Widerstand gemessen wird und wenn ja, dann muss ein Alarm erstellt werden und dieser Alarm muss dazu führen, dass die ganzen Daten gelöscht werden. Das heißt, dafür brauchen wir eine Batterie und wir brauchen spezifische Schritte. Die ganze Erkennungstechnik muss ordentlich funktionieren, um die Daten zu löschen. Wenn ein Schritt fehlt, dann sind die Daten immer noch da und ein Angreifer könnte Zugang zu gelangen. Bei Puffs ist das ein bisschen komplett anders. Es gibt keine Batterie. Wir brauchen keine Batterie mehr, weil wenn wir das Gerät herunterfahren, dann werden alle CSPs gelöscht. Aber das nächste Mal werden sie wieder generiert, dadurch, dass der Schlüssel aus dem Gehäuse erstellt wird und die ganzen verschlüsselten Daten wieder entschlüsselt. Dieser Schritt funktioniert nur, wenn das Gehäuse immer noch unmanipuliert ist. Das heißt, wenn ein Angreifer dieses Gehäuse verändert, dann wird es auch diese Puff-Werte verändern, die in diesem Gehäuse beinhaltet sind. Das führt zu einem falschen Entschlüsselungs- oder Verschlüsselungs-Key. Da der Wert dann falsch ist, können die Daten nicht mehr ent- oder verschlüsselt werden. Und bei diesem Path haben wir eine direkte Konsequenz, dass die Daten unentschlüsselbar werden, sobald wir mit dem Gehäuse rumgespielt haben. Das heißt, es gibt keinen Schritt dazwischen, der einfach schief gehen kann. Und das führt dazu, dass Puffs sehr, sehr, sehr mächtig sind. Wo kommt diese Initialidee her? Also es gab eine sehr interessante Veröffentlichung, so vor ungefähr 12 Jahren, und das war die ein Puff, der eine Oberflächenstruktur war. Es ging um einen Chip, wir nehmen einen Chip, den wir schützen wollen, und wir machen diese Beschichtung auf der obersten Schicht. Und der vom Chip. Und wir haben diese Partikel, die P heißen, und die sind so zufällig verteilt. Und dann messen wir die Kapazitive zwischen diesen beiden Elektroden E1 und E2. Und abhängig davon, wie die Partikel auf dem Chip liegen, können wir größere oder kleinere kapazitative Werte messen. Und
Diese Daten können wir benutzen, um einen PUF zu erstellen. Und dann können wir davon einen Entschlüsselungs- und Verschlüsselungs-Key erstellen. Und das funktioniert auch praktisch, aber leider gibt es keine Abschutz von Off-Chip-Komponenten. Das heißt, wenn irgendwelche Daten außerhalb des Chips gespeichert werden, kann zum Beispiel jemand diese externen Daten anhören. Und in den meisten Embedded-Systemen haben wir mehrere Chips und dann kann diese Funktion nicht angewendet werden. Aber das ist ein sehr interessanter Start. Und es gab noch eine andere Idee, also ein Polymer-Wavelight-Puff. Das ist einer der optischen Puffs. Wir haben eine LED hier unten, die Licht in einen Polymer-Wellenleiter sendet. Und das wird rumgeschickt und wir sehen, haben ein Bild, eine Kamera, und die erstellt, und abhängig davon, wo es trifft, wird der Key erstellt. Das funktioniert in Praxis, aber leider ist die Rückseite nicht geschützt. Es schützt nur die vordere Seite. Und wir waren auch nicht dabei, irgendwelche statische Zuverlässigkeitsdaten oder Angriffsdaten zu erlangen. Also es ist sehr interessant, aber es muss immer noch weiter erforscht werden. Eine weitere Idee, die vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde, es war auch ein interessanter Konferenzvortrag darüber im letzten Jahr auf dem Kongress. Und das ist die FileSecPuff, also die Weiterleitung von elektromagnetischen Werfen. Die haben mehrere Transceiver und Emitter in einer Kiste getan, die geschützt wurde, war, und die ungerade Aluminiumfolie quasi, die drauf ist, führt dazu, dass es unterschiedliche Werte sind. Sie konnten das sogar öffentlich darstellen, man kann es sich anschauen, aber leider gibt es keine detaillierte stochastischen Modelle, wie es funktioniert, wie gut es funktioniert. Und außerdem glaube ich, dass es sehr sensitiv gegen Vibrationen und Temperaturen ist, weil Wellenpropagation sehr interessanter Situation ist. Und selbst bei kleinen Bewegungen können da zu einer Veränderung führen. Aber unabhängig davon ist es eine sehr interessante Idee. Und jetzt schauen wir uns einen der Gehäuse oder einen der Lösungen an, die wir in unserem Institut entwickelt haben. Und das nennt sich B-Trapped. Das ist, sieht aus wie eins der alten HSMs. Es hat einen DAF-basierten Full Enclosure, das heißt, das ganze Gehäuse ist umgeben. Anstelle von 4 Schichten haben wir nur 2 Schichten. Dieses Modul ist basiert auf einem kapazitativen Puff, der zwischen diesen beiden Elektrodenlayern gemessen wird, Schichten gemessen wird. Wir haben auch ein Zwei-Schritt-Sicherheitsmodul. Das heißt, während des Boots überprüfen wir, dass das Puff das Daten erstellt. Während es läuft, können wir immer noch die Pfade überprüfen. So, dass wir haben zwei Elemente, das heißt, unsere Sicherheit ist insgesamt relativ gut. Diese Pfade sind auch sehr, sehr klein und es ist auch sehr schwer, mit ihnen sie zu verändern, und das ist sehr schwer. Vielleicht kann man ein bisschen dran machen, aber es ist nicht sehr, sehr robust. Das heißt, es ist einfach kaputt zu machen. Glücklicherweise haben wir das alles veröffentlicht. Also wenn ihr noch mehr Interesse an dieser Technologie habt, wir haben ein stochastisches Modul und Angreife und wie gut es funktioniert. Hier ist auch ein Beispiel von, wie dieses Gehäuse aktuell aussieht, wie das HSM-Casing aussieht. Wenn wir unser gesamtes Gehäuse, das gesamte Element in das Gehäuse. Es ist eine sehr interessante Technologie, die aktuell noch von keinem kommerziellen Hersteller benutzt wird. Also wurde eine spezielle Technologie benutzt, um unser Gehäuse zu erstellen. Wir müssen es natürlich auch messen. Und dafür habe ich Messwerte entwickelt. Hier oben ist das Gehäuse eingeschlossen. Und das kann zu Femtofarads messen, das ist 10 hoch minus 15, mit einer sehr kleinen Varianz in der Kapazitivität, die wir hier messen müssen. Das Gerät
Die Platine kann auch die Integrität des Gerätes messen. Es ist ein komplett eigenes Platine, die wir entwickelt haben. Auf der Software-Seite benutzen wir aktuell FreeRTOS, weil das sehr gut zu dem passt, was wir machen wollen. Jetzt zeige ich euch ein kleines Beispiel, wie unsere Daten aussehen. Jeder blaue Stern hat einen kapazitativen Wert von einem einzelnen Kondensator. In unserem Beispiel hatten wir 128 von ihnen und sie können innerhalb von 100 Millisekunden gemessen werden. Und wir haben eine Varianz, die plus minus ein Single-Digit-Femtofarad sind. Auch unsere, aber es funktioniert auch recht gut. In der roten Kiste hatten wir einen kaputten Trace und der wurde erfolgreich von dem Gehäuse erkannt, oder von unserem Platine erkannt. Wir haben auch eine alternative Herangehensweise, die in der Zusammenarbeit mit der mit einer singapurischen Firma, also von Organisation entwickelt wurde. Es basiert auch auf einem PUF-basierten Hülle, die oben und unten auf dem Modul sind. Und das wird auf einem kommerziellen 6-Schicht-Flex-Layer-Platine aufbauend. Es gibt viele Hersteller, die das schon herstellen können. Aber da es flexible PCB ist, ist es relativ teuer. Es ist ähnlich in seinem statistischen Modell wie Bitrepid und die Messwerte funktionieren in einer ähnlichen Art und Weise. Dieses Konzept wurde in Praxis angewendet und viele Details wurden veröffentlicht. Oder während einer aktuellen Konferenz. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auch auf dem Link da unten die Daten bekommen. Jetzt ist die Frage, warum hat der Vortrag diesen Namen? Warum wird Bitrepid noch nicht benutzt? Es gibt immer noch Forschung, wie zum Beispiel, wir haben eine sehr geringe mechanische Flexibilität. Aktuell geht die Platine kaputt, wenn wir versuchen, sie zu biegen, weil ein paar der Pfade zerbrochen werden. Wir suchen nach alternativen Materialien, die flexibler sind. Außerdem dann natürlich noch Kost, aber ich glaube, dass das Ganze gelöst werden kann, dadurch, dass wir einfach die Herstellung verbessern, dass wir mehr Erfahrung haben und dass es dann endlich besser funktioniert. Außerdem, wie ihr gesehen habt, der Messwert ist relativ groß und es ist zu groß, um es in ein HSM-Modul einzubauen. Das heißt, wir brauchen ein kleineres Messwertsystem und darum arbeitet das Fraunhofer IMS, dieses Messsystem in ein partiell in einen Chip, der weniger als einen Quadratzentimeter Platz benutzt. Und dann haben wir immer noch ein paar Effekte von Temperaturen und der aktuellen Luftfeuchtigkeit und wir brauchen viele Algorithmen, um diese Werte herauszurechnen. Das sind doch ein paar technische Probleme, die wir haben. Also zum Beispiel Kosten, Sensitivität und Zuverlässigkeit. Wenn wir eine sehr hohe Sensitivität haben, dann wird die Zuverlässigkeit heruntergehen, weil wir zwischen unterschiedlichen temperaturinduzierten Variationen haben oder Variationen, die durch einen Angreifer kommen. Also muss immer schauen, wie viel Zuverlässigkeit haben, wie viel Sensitivität wir haben wollen. Dann ist natürlich auch noch die Größe. Wenn wir ein größeres Gehäuse einschließen können, dann können wir auch für andere, wenn es klein genug ist, kriegen wir auch anderen. Außerdem fehlen aktuell dann noch Standards, weil PUFs in Hardware-Security-Modulen immer noch eine neue Idee ist. Und es gibt noch keine
Standards, wie sie überprüfend werden. Wie gut sind unsere Paths? Wie gut muss es sein, damit es als Sicherheitsmechanismus benutzt wird? Zum Beispiel als Level 4 HSM. Nein, es sind, gibt es noch viele unterschiedliche Path-Technologien. Also zum Beispiel haben wir optische Paths gesehen, kapazitative Paths, RF-basierte Paths. Die haben alle, müssen alle erst einmal in einem Standard aufgelistet werden. Das ist auch sehr schwierig. Und es gibt auch sehr spezifische Angriffe, die unterschiedliche Paths angreifen. Also wenn ich jetzt einen optischen Path angreife, ist es anders als ein Angriff gegen einen kapazitativen Path. Und außerdem müssen wir noch ein paar Regeln für Schlüsselgenerationen haben. Also wie können wir einen Schlüssel von den Paths-Variationen ableiten? Wir brauchen auch Regeln, die richtige Entropie abzuschätzen. Also zuletzt müssen wir auch immer noch den sozialen Aspekt analysieren. Weil es scheint so, als seien da viele Leute, die sie nicht so sehr mögen. Also skeptische Forscher und auch Clients sagen, Puffs sind ein toter Einbahnstraße. Reviewers mögen diese Idee von Puffs nicht besonders und sagen, hey, Puffs ist ein falscher Weg und wir mögen das Paper überhaupt nicht, bevor es überhaupt ordentlich durchgelesen haben. Und es gibt auch andere Aspekte, die meiner Meinung nach diskutiert werden muss. Puffs können auch für Digital Rights Management benutzt werden. Und weil Puffs eine sehr gute Technologie sind, um konfidenzielle Daten zu schützen, könnte das auch zweifache Benutzung, also mehrere Benutzungsmöglichkeiten haben. Und Forscher wollen manchmal das noch gar nicht genau anschauen, weil sie Angst haben, dass sie etwas unterstützen, was sie grundlegend nicht mögen. Und das ist etwas, was wichtig ist und was wir ernst nehmen müssen. Und da müssen wir drüber reden. Und aktuell reden wir über künstliche Intelligenz und wir diskutieren, ob diese Methoden limitiert werden müssen. Brauchen wir Gesetze, um sie zu kontrollieren? Und ein ähnlicher Punkt kann auch bei Puffs benutzt werden. Wenn Puffs gut und stark werden, dann ist die Frage, soll die Gesellschaft die überall Puffs haben? Oder welche Bereiche wollen wir, wo keine Puffs verwendet werden? Das sind wichtige Punkte, die diskutiert werden müssen, die technischen und die Standardisierungspunkte. Das ist mehr Forschung und technische Sachen, die gemacht werden müssen. Aber wir müssen auch diese sozialen Aspekte diskutieren, weil das habe ich nirgendwo sonst bisher gesehen. Und jetzt, wo Puffs weiter und weiter vorankommen müssen, wird es ein wichtigerer Punkt. Vielen Dank. Das sind auch wir aus der Übersetzerkabine. Wir sind Franz T. und Lucaro. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns das geben auf Twitter unter dem Hashtag C3T oder auf dem Account @C3Lingo. Danke. Ja, wir haben Mikrofonengel hier im Raum. Also geht bitte zu den Mikrofonengeln, wenn ihr Fragen habt. Ja, die erste Frage aus dem Saal, bitte. Concerning the puffs based on was die Puffs angeht, die auf Kondensatoren basieren. Wie weit habt ihr probiert, die anzugreifen, wenn ihr das auseinandernehmt? Habt ihr immer noch viel von dem alten Schlüsselmaterial und es könnte möglich sein, den vollen Schlüssel davon zurückzurechnen? Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil normalerweise, wenn man einen Teil von dem Gehäuse wegbohrt, würde man vielleicht 1, 2, 3 Bits vom Schlüssel verlieren, aber nicht genug, um den Schlüssel als zerstört anzusehen. Das ist halt wirklich eine Frage, die wir noch lösen müssen, auch was das Layout angeht, auf dem wir unsere Nachforschung basiert haben. Bei unserem Layout war es so, dass man mindestens 16 Elektroden zerstört hat in einer Richtung und 2 Elektroden in die andere Richtung. Also 2 in die eine, 2 in die andere. Also es war ungefähr
mehrere zehnfach, also mehrere zehn Elektroden, mehrere zehn Kondensatoren, die verändert wurden insgesamt. Also man würde jetzt nicht nur einen Kondensator zerstören, sondern mehrere. Aber natürlich könnte man immer noch versuchen, die nachher wieder anzuschließen. Und das ist halt auch noch ein Problem, mit dem wir uns auch noch beschäftigen im Moment. Je nachdem, also anschauen, wie viel von dem Puff wieder hergestellt werden können, wenn man die danach wieder anschließt. Also in meiner persönlichen Meinung müssen wir das eher auf der Materialebene lösen. Also wir brauchen Materialien, die man, auf die man nicht drauflöten kann. Also dass diese Rückverbindung danach nicht möglich ist. Ja, vielen Dank. Wir haben eine zweite Frage von diesem Mikrofon. Ja, du hast ein bisschen über die Temperatur gesprochen und du hast gesagt, ja, Kondensatoren verändern ihren Wert ziemlich stark im Laufe der Jahre. Also ist es da, besteht dann die Gefahr, den Schlüssel zu verlieren? Also du fragst über die Alterung von dem Puffmodul. Ja, Alterung ist etwas, was wir uns noch nicht angeguckt haben bisher. Also es ist etwas, wo wir halt erstmal vollfunktionale Prototypen brauchen für. Weil wenn man das Gehäuse da herumbiegt, dann können da natürlich Effekte von entstehen. Also wir müssen erst aber uns Gedanken machen, wie wir die beschützen können. Normalerweise haben HSM eine Eigenschaft und die verändern sich sehr, sehr langsam. Also wenn dieser Puffwert sich sehr, sehr, sehr langsam über die Jahre verändert, dann könnte man sich damit vielleicht anpassen, weil Wenn man würde sich wahrscheinlich nicht die Mühe machen, den Puff über viele, viele Jahre zu verändern. Also da kann man immer noch unterscheiden, ob es manueller Eingriff ist oder ob das ein natürlicher Effekt ist. Also ich denke, das könnte ein guter Weg sein, aber ja, wie gesagt, auch da müssen wir noch Nachforschung anstellen. Vielen Dank. Noch Fragen vom anderen Mikrofon. Ich würde gerne fragen, wie kann man den Schlüssel sichern, wenn es halt nicht multiplizierbar ist oder klonbar ist? Ja, normalerweise in dieser Art und Weise tut man den privaten Schlüssel in dieses HSM. Also man hat den privaten Schlüssel, lädt ihn in das HSM rein und der wird verschlüsselt mit diesem nicht duplizierbaren Schlüssel. Also der unduplizierbare Schlüssel ist quasi ein Masterschlüssel, ein Hauptschlüssel, der halt, naja, sagen wir mal, Unterschlüssel innerhalb der HSM verschlüsselt. Natürlich muss man erstmal seine Schlüssel, die man benutzen möchte, in das Modul reinspeichern. Man könnte halt irgendwas wie so einen Einbauvorgang machen, aber danach kann man den HSM verwenden. Vielen, vielen Dank für alle Fragen. Vielen, vielen Dank auch für Johannes, dass er sie beantwortet hat. Ich denke, wir haben zwar keine Zeit mehr, aber ich denke, alle Fragen wurden beantwortet. Also bitte nochmal einen großen Applaus für diesen sehr, sehr interessanten Vortrag.